Ich werde heute Lenny das allererste Mal zu Hause besuchen. Lenny und ich haben uns halt noch nie gesehen. Freunde, hier ist die Tür. Oh Gott, warte mal, wo klingelt man denn hier? Was geht denn jetzt ab? Zweiter Tag. So, Freunde, tatsächlich ist jetzt gerade der nächste Morgen und... Ah, ich hab meinen Fuß! Junge! Ist dagegen gekommen, oder was? Scheiße. Jetzt heute Morgen wurde gerade angekündigt, dass Boxen entfernt werden, Lenny, aus Brawl Stars. Digga, wenn das passiert, Bro, dann... Und das passiert ja. Was machen wir dann? Kann ich auch kein Geld mehr ausgeben? Ich weiß es so nicht so genau. Man muss mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich muss jetzt auf jeden Fall noch ein. Ich wollte mir jetzt nämlich gerade losfahren. Aber ich werde jetzt hier noch spontan ein Video bei Lenny aufnehmen und dann... und dann fahren wir los. So, Leute, ich sitze hier gerade im Auto. Und hier ist schon wieder so ein komischer Typ. Schaut mal. Kennt ihr den? Ich entführe dich! Ich werde einfach entführt! Yeah. 2 Stunden später. So, Freunde, Lenny und ich sind jetzt im Hotel angekommen. Warte mal, 508. Komm. Musst du hier sein, oder? Hier nimm mal die Karte. Ja. Okay. Erster Eindruck. Mhm. Digga. Tschüss. Digga. Digga, das ist größer als meine Wohnung, Junge. Bikini Berlin! Alter, ehrlich nice. Was ist Ihr erster Eindruck? 10 von 10, 11 von 10. Freunde, es gibt gleich eine kleine Roomtour. Sehr nice. Hallo! Schau dir mal die Dusche an, die ist da links. Hier links? Ja, hier rein, hier, nein, da, rein. Bro, ehrlich nice, wirklich, sehr geil. Und hier ist so, da kannst du so ein Ei reinlegen in diesen Raum. Ah, das ist der Eierraum. Genau, das ist die Legebatterie. In diesem Zimmer verlaufen wir uns noch so ein paar Mal. Mach mal noch mal so mal einen, so einen Bettjump. Bettjump machen? Ja. Komm, wir machen jetzt so ein Video. Bist du ready, Kevin? Ich bin bereit. 3, 2, 1 und... Lenny, es gibt Süßigkeiten. Kevin, bist du weit fürs Unboxing? Komm, ja. Ich unboxe. Ich mach das jetzt auf, okay? Wenn ich den Ausgang, den Eingang... Oh, pass auf nicht, dass es da rausfällt. Oh nein, ah, hier ist der Eingang. Ja. Bist du bereit, Kevin? Bist du bereit? Ja. Bruh. Warum? Also, hä? Okay, komm, Kevin, du tastest es. Ist das jetzt hier der Ding? Du musst auch tasten. Ich hasse Schokolade eigentlich so dunkel, aber egal, ich taste einfach. Schmeckt, als wäre das mit brauner Schokolade gefüllt gerade. Ich stelle mir Gedanken, ich gerade vor, es ist einfach keine. Du weißt, ich hasse Wash. Das ist weiße Schokolade. Das ist weiße Schokolade. Oh mein Gott. Der Junge hasst braune Schokolade. Also wenn die flüssig ist, so, ich hasse auch Nutella. Es war weiße Schokolade, Bro. Alles gut. Okay, passt. Es war braune Schokolade. Freunde, der Merch ist draußen. Lenny hat ihn jetzt hier gerade an. Er ist aber auch schon fast ausverkauft. Freunde, wenn ihr noch was von diesem nicen Merch haben wollt, wenn ihr auch so drippen sein... Dann geht auf dermerch.de. Es ist nur noch, ich weiß nicht, wie viel Prozent erhältlich, aber ihr wisst, das Überraschungspaket, perfektes Weihnachtsgeschenk und Lenny ist am Drippen. Genau, gönnt euch. Später. Lenny muss für seine Mähne irgendwie so Haargel holen. Weil du hast dein Zuhause vergessen. Ich habe mein Zuhause vergessen. Und wie siehst du sonst nochmal aus? Beschreib's mal. Ich sehe sonst aus wie Tim das Schäfchen. Tim das Schäfchen, kennst du das? Oder kleiner roter Traktor, kennst du auch? Kennst du es nicht? Achso, also du siehst halt aus wie ein Kartoffelkopf, richtig? Wie Timmy das Schäfchen halt. Timmy das Schäfchen kenne ich nicht. So, Freunde, wir sind jetzt auf dem Weihnachtsmarkt und Lenny will mir jetzt Langosch zeigen. Digga, er kennt einfach Langosch nicht. Aber du kennst Crepe nicht. Du kennst Langosch nicht. Weil du hast wirklich noch nie was vom Crepe gehört. Ja doch, aber ich bin nicht so drauf gekommen, so was Crepe ist so. Was ist das denn in deinen Augen? Ja, halt so irgendwas auf dem Weihnachtsmarkt, keine Ahnung. Du probierst so ein Crepe? Beißt du mal ab, ich bestelle auch extra keinen mit Nutella und okay. Ich probiere mal bei deinem Langosch. Okay, glaub mir, du bist underrated. Langosch ist ganz böse. Was wird das, Kevin? Was? Sass. Kevin tastet jetzt das erste Mal Langosch. Was erwartest du, Kevin? Ich erwarte gar nichts, ich habe keine Ahnung. Beißt man einfach so rein? Nein, das musst du ins Gesicht schmieren. Ja klar, beiß rein, einfach reinbeißen. Nur komm, noch ein Happen. Es ist halt wie Flammkuchen. Hä, das ist gar nicht wie Flammkuchen. Kevin, du hast keine Ahnung. Walla Krise! Ultimativer Taste-Test. Ich habe aus Versehen schon angefangen. Digga, der hätte ihn jetzt einfach aufgegessen. Okay, aber mach du zuerst. Du machst zuerst. Ich hab jetzt hier mit Zimt aber, ne, Leute? Ja. Junge, du machst einfach so ein Burgie da draus. Schmeckt nach Schuhsohle. Echt jetzt? Weißt du gar nicht? Voll trocken. Was ist das denn?
Ist wie Gummi. Meine Lenny ist nicht überzeugt von dem Crepe. Deswegen sage ich ja, schau, das ist Nutella-Crepe. Der ist schön saftig. Und du isst die Schuhsohle auf, das finde ich gut. Lecker! Hallo Leute, ich esse Chips. Wir sind jetzt hier beim YouTube-Event und ich esse M&M's und Lenny isst Chips. Sag mal, wie so ein Chip schmeckt. Schmeckt nach Klopapier mit Senf. Du machst jetzt eine Brawl Stars Pose in Real Life. Primo! Bam, Junge! Scheiße, das ist scharf. Scheiße, nein. Ist scharf? Ja. Ist scharf oder nicht? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Lenny testet scharfes Essen. Kevin? Ja. Und? Dritter Tag. Ja, ich wollte eine Pizza und keinen Pizzatisch. Das Ding ist fast so wie der Tisch, Junge. Was ist das? Oder das Ding ist fast so groß wie du. Sheesh. Das schaffe ich niemals, Junge. Tja, ich wurde gehopst. Was mache ich jetzt? Ja, einfach gehen. Tschüss, Kevin. Tschüss. Ich zitiere euch, Lennys Taktik, die Pizza zu essen. Junge, die lässt sich nicht mal schneiden, die geht einfach über den Tellerrand hinaus. So groß ist sie, Junge. Wie soll ich die sonst essen? Zeig mal deine Taktik. Wallaba, bist du ekelhaft, Alter. Junge, Lenny, wo sind wir hier? Ich weiß nicht, Bruder, frag mich nicht. Wir sind über Berlin. Egal, wie sieht das hier aus? Krass. Vierter Tag. Lenny. Es ist 15 Uhr. Du bist ein afrikanischer Löwe, Bruder. Irgendeine Haare. Mein Löwe, mein Bär. Was machen wir denn jetzt? Ich bin dafür, dass wir einfach am besten die Augen zu machen, weil wir bis morgen schlafen und morgen nochmal neu probieren. Okay, ich schlafe jetzt einfach weiter bis morgen. Kevin! Hey! Das ist scheiße. Okay, guck mal auf dein Handy. Warum war dein Wecker eigentlich heute Morgen nicht an? Du Hund! Du Hund! Du ehrenloser Hund! Du Lulu! Du bist so unlustig. Deine Witze sind aus dem Jahr 200. Es ist nämlich erst. Wo ist es jetzt denn jetzt? Wir stehen aber jetzt trotzdem auf, weil wir müssen heute 800 Millionen tausend Sachen machen. Richtig? Hat dein Maul, wir müssen gar nichts, Digga. Lüge! Wie viel ist dein Outfit wert? Mein Outfit ist ganz ein Little Pullover, 2 Euro. Blaue Hose, 2 Euro. Socken, 2 Euro. 6 Euro. 6 Euro. Kann man das kaufen? Das gibt's bei Aldi. Was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt, Kevin. Du bist ein Ei. Ich bin ein Fisch. Und du bist ein Ei. Deshalb machen wir beide Brei. Lenny hat mir jetzt hier gerade so einen Cocky geholt. Junge, das ist einfach ein scheiß Hasenpöppel. Komm, film mal, wie ich das einmal probiere. 1 bis 10. Gut. Warum filmst du mit Taschenlampe in mein Gesicht rein? Ich erblinde gerade. Auch gerade, wir befinden uns jetzt im Uber. Und weißt du, wo es hingeht? Ich steig gleich aus. Oder das wirst du gleich gehen. Oh, ich hab blinde brutal. Oh, wir gehen jetzt in den Gucci, 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 Gucci Store. Und dann kaufst du dir jetzt einen fetten Gucci-Ring. Klau einfach deinen. Nee, du kaufst dir einen eigenen. Nö. Let's go. Kleiner Sohn. Du bist selber ein Sohn. Du hast geredet wie ein Löwe, Walla. Okay, wir machen jetzt. Wir gucken uns jetzt an. Kennt und jetzt blinzelt. Ab jetzt. Du hast geblinzelt! Hä, bist du dumm? Doch, ich schwöre! Nein, Walla, nein! Füg's ein! Walla, nein, ich hab nicht geblinzelt! Ich schwöre! Du lügst! Was ist 2 plus 2? 4. 3 plus 3? 6. 7 plus 9? 4 plus 4? 8. 3 plus 1? 4. 7 plus 9? 15 plus 2? 17. 7. 13 minus 5? 8. 13 plus 24? 37. 37 minus 14? 13. Was? Wieso hast du mich jetzt in Dior geschleppt? Bro, du kaufst dir jetzt hier einen Dior-Ring. Bro, du wirst zu Hobbs gehen. Du hast es getan, Kevin. Wieso habe ich denn jetzt den Ring gekauft? Du musst das tun. Ihr müsst dafür auf dieses Video. Er hat gerade einen Gucci-Ring. 10.000 Likes. Du hast gekauft Gucci-Ring. 10.000. Hast du getan? 10.000 Likes. Er hat du musst gemacht, auch nochmal auf meinen Kopf draufhauen, aber das heben wir uns bis zum Ende auf. Du bist geisteskrank, Junge. Geisteskrank. Du bist krank. Ich habe 280 Euro wegen dir für einen Ring ausgegeben. Wir sind jetzt in der Gang, Kevin. In der Gang. Du bist doch geisteskrank. Du bist krank. Lass raus hier jetzt, komm. Man munkelt im Dunkeln, dass es nachts kälter ist als draußen.
Wisst ihr, wir haben 8000 Likes auf das Video geschafft und bei 8000 Likes hau ich Kevin auf sein Ei. Kevin schläft jetzt gerade schon. Ich würde sagen, wir sneaken uns jetzt mal ins Zimmer rein und dann gebe ich ihm so eine fette Schelle auf sein Ei drauf. Oh, was machst du? Ich pack dich jetzt. Ja, chill, was machst du? Ich pack dich jetzt ins Klo rein. Was machst du? Pack dich ins Klo rein. Junge, hallo? Und bei 10.000 Likes was kommst du wieder raus. Sonst entführe ich dich und pack dich in die Toilette rein. Bro! Ey, mach auf, Bro! Hallo, Bro! 10.000 Likes, Lenny. Ich raus, jetzt ist kein Spaß mehr. Abonniert den Kanal, sonst lasse ich Lenny nicht wieder raus. Ich raus jetzt, Bruder. Du kannst ein bisschen da aufs Klo und ein bisschen kacken gehen. Okay.